Ja, vielen Dank für die Einladung, auch dass ich da den Einstieg zum heutigen sehr spannenden Tagungsprogramm da geben darf. Bei mir folgt jetzt nach den doch philosophischen Einführungen ein bisschen wieder, wir kehren in die Niederungen der ökonomischen Zusammenhänge zurück. Auch, ich muss Sie vielleicht enttäuschen, die Instrumente oder Zugänge des 21. Jahrhunderts, weiß ich auch nicht, ob ich Ihnen bieten kann. Was ich mir anschaue, sind im Wesentlichen die Instrumente der Wohnbaupolitik, die wir schon lange haben und die sich bewährt haben oder auch nicht. Ja, schauen da ein bisschen, was es gibt. Ich fange aber an, wie mein Vorredner, zuerst zu den Ursachen, ja, weil diese doch exorbitante Wohnkostenentwicklung angesprochen worden ist. Österreich wächst, ja, das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, auch die Ursachen, weil wenn es darum geht, die Instrumente oder die Lösungen dann anzudenken, ist es wichtig, woher kommt es. Ja. Und Österreich wächst und wir haben folglich einen steigenden Wohnungsbedarf. Österreich ist ein sehr beliebtes Zuwanderungsland. Wir haben auch stärker als in der Vergangenheit Binnenmigration, die sich auf den urbanen Raum konzentriert in wesentlichen Punkten. Und auch ein Phänomen aus der Demografie, ja, das nichts Neues ist, aber wir haben weiterhin sinkende Haushaltsgrößen in Österreich. Und das Ergebnis, ökonomisch betrachtet, ist sehr zu erwarten, ja, das ist eine Überschussnachfrage, das heißt, das Angebot ist relativ fix an Wohnungen, der Bestand, die Nachfrage steigt relativ kurzfristig und sprunghaft und wir sehen das Ergebnis eben verstärkt im urbanen Raum, die Stadtregionen, ja, die sind im Fokus dieser Entwicklungen, aber, und das zeigt auch eben die Dynamik, die es im Bereich Wohnen gibt, die Mietpreissteigerung oder Veränderung führen auch dazu, dass nicht nur die Zentren, sondern auch die Stadtumgebungen oder auch der sagen wir, in der Nähe von Städten liegende Raum dort stärkere Zustrom erfährt. Das ist da von der Statistik aus das, was wir zu erwarten haben bis 2030. Ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber die Muster, die sich ergeben sollten, bleiben dieselben. Ja. Wir sehen ein sehr starkes Haushaltswachstum praktisch überall in Österreich. Ja. Man hört zwar öfters von aussterbenden Regionen und die Landflucht. In Wirklichkeit, wenn man sich aber das Haushaltswachstum ansieht, ja, ist es weit weniger dramatisch, als es da ab und zu hören ist. Ja. Wir sehen sehr starke Haushaltssteigerungen in den Städten und, wie man es an diesen dunkelrot schraffierten Stellen auch sieht, im Umland der Städte. Zum Teil sind dort die Wachstumsraten, eben, weil ich vom niedrigeren Niveau aus starte, sogar größer als in den Städten selbst. Das ist zu den Ursachen. Ja. Jetzt die nächste Frage wäre, warum sollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Was ist die Relevanz diese Entwicklung, könnte man einfach akzeptieren. Ja. Ich meine, eines der Dinge, und wenn man das Thema Leistbarkeit von Wohnen bespricht, ist ganz klar, der Fokus liegt da auf sozialen und verteilungspolitischen Aspekten dieser Entwicklungen, warum das wichtig ist. Aber ich möchte auf zwei andere Argumente eingehen. Das eine, dass da auch Effekte von Wohnkosten auf Wachstum und Beschäftigung ausgehen, und auch regional- und umweltpolitische Auswirkungen damit einhergehen. Ja. Also zunächst zu den sozialen und verteilungspolitischen Aspekten. Es ist schon angeklungen, die hohen Wohnkostensteigerungen. Und wenn man sich einfach mal ansieht, das ist für das Jahr 2014 für Österreich aus dem Mikrozensus herausgespielt, das Verhältnis von Wohnkosten zum Eigentum. Ja. Und da ist auch sind angeführt die verschiedenen Einkommensziele, hier die Niedrigeinkommensverdiener raufgehen zum dritten Einkommensterziel der Hocheinkommensverdiener und wir sehen einfach, dass das Thema leistbares Wohnen ist natürlich ein wesentliches Problem für geringer Verdiener. Und was die Darstellung hier auch zeigen soll, ist, dass eine Durchschnittsbetrachtung auch ein bisschen problematisch sein kann. Ja?
wenn wir uns da die roten Balken, den Median ansehen, könnte es so scheinen, ja, wir sind in Österreich bei rund 30% des Einkommens. Was die Wohnkosten ausmachen, international ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Sicher, unbenommen. Gleichzeitig aber gibt es dennoch einen erklecklichen Teil, eben die 50%, die über dem Median liegen, die einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. Ja, wir kommen auf Prozentsätze bis um über 50% des Einkommens, was doch sehr hohe Anteile sind. Das was zur Relevanz der Wohnkosten in diesem Punkt, aber eben auch, das hat noch weitergehende Wirkungen. Ja, wir haben den Effekt, dass Wohnkosten die Arbeitsorte der Österreicher und Österreicherinnen beeinflussen. Ja. Hohe Wohnkosten schränken die Mobilität ein, das heißt, ich kann nicht dort hinziehen, wo ich möchte, ich kann es mir nicht leisten oder der Lohn, der übrig bleibt, reicht nicht zum Leben. Und das verhindert im Prinzip, dass Leute, wenn man es jetzt aus produktionstechnischer Sicht sieht, dorthin ziehen, wo sie am produktivsten eingesetzt werden könnten. Ja, das heißt, es schafft auch wirtschaftliche Beschränkungen, hohe Wohnkosten. Das nächste sind regionale und umweltpolitische Wirkungen. Logisch irgendwie, Wohnkosten beeinflussen den Wohnort. Ja, das hat aber auch damit, führt auch dazu, dass hohe Wohnkosten am Arbeitsort oder zu hohe Wohnkosten am Arbeitsort dazu führen, dass wir verstärkte Suburbanisierung sehen werden und die letzten Jahrzehnte auch gesehen haben. Ja. Es führt zu zusätzlichen Pendelströmen und dadurch zusätzliche Umwelt- und Verkehrsbelastungen in vielen Fällen. Ja, das heißt, Wohnkosten und die Entwicklung der Wohnkosten ist nicht nur aus sozial- und verteilungspolitischer Sicht wichtig, sondern betrifft viele Bereiche unserer Ökonomie. Und dann zum dritten Punkt meines Vortrags, wenn es um die Instrumente der Wohnkostensteuerung geht. Also wir haben gesehen, Wohnkosten sind relevant für viele Bereiche unseres Lebens. Nicht wenig überraschend gibt es einige Instrumente, wie der Staat, wie wir versuchen, Wohnkosten zu beeinflussen. Da ist zu nennen natürlich die Wohnbauförderung, als Teil davon der Gemeinde- oder genossenschaftliche Wohnbau, wir haben Mietenregulierungen, wir haben Flächenwidmungen, das heißt, das Arsenal der Instrumente, um Wohnkosten zu beeinflussen, ist sehr groß eigentlich. Ja? Und weil es doch ein wesentlicher Zugang ist, haben wir uns im Rahmen des WIFO-Projekts zur Umverteilung die Wohnbauförderung im Detail angesehen. Ja? Und wir haben uns da im Speziellen angesehen, wie sind die Verteilungswirkungen der einzelnen Wohnbauförderungskomponenten in Österreich. Nachdem ja rund 3 Milliarden Euro jährlich, knapp 3 Milliarden Euro, für Wohnbauförderung ausgegeben wird, wäre es ja interessant zu wissen, wem kommt dieses Geld zugute. Also ich beginne mit der Subjektförderung. Ja. Aus verteilungspolitischer Sicht ist die sehr positiv zu beurteilen, glaube ich. Sie kommt überwiegend unteren Einkommensschichten zugute. Wir haben, glaube ich, 90% der Bezieher sind unter dem Medianeinkommen. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt sozialer Treffsicherheit ist die Subjektförderung, das heißt Mietbeihilfen, sind sehr treffsicher. Ja. Das Problem, das wir bei der Subjektförderung haben, ist, dass in Wirklichkeit die Unterstützung früher oder später einfach in höhere Preise übergeben wird. Ja. Es gibt da zu Österreich leider keine Studien, aber aus anderen Ländern wissen wir, dass Mietsubventionen dazu führen, dass das Mietpreisniveau sogar noch weiter steigt. Ja. Und da gibt es Prozentsätze, die deutlich über 50% liegen, wo von einem Euro Mietbeihilfe weniger als 50% dann wirklich als Unterstützung beim Mieter ankommen, sondern der Rest vom Vermieter sozusagen vorweggenommen wird. Das heißt, auch für die Beurteilung als Instrument, ich glaube, im Portfolio der Instrumente zur Wohnkostendämpfung ist es ein sinnvolles Instrument, aber als alleiniges Mittel, um Wohnkosten zu begrenzen, ist das, glaube ich, ungeeignet. Ja, also nur im Mix als solches. Eben wegen dieser
Gefahr der Übergabe und zusätzlichen Preissteigerung ist auch die Frage, ob in Österreich, wo es ja doch eine merkliche Ausweitung der Mietbeihilfe gegeben hat, ob es in Österreich nicht einen ähnlichen Effekt gegeben hat. Ja, aber da fehlt uns im Moment die empirische Evidenz dazu. Wenn wir dann zur Objektförderung gehen, ja, also die wesentlich größeren Kosten der 3 Milliarden, die da jährlich ausgegeben werden, zunächst zur Eigenheimförderung. Bei der Eigenheimförderung, wenig überraschend vielleicht für die meisten hier, die kommt überwiegend Haushalten oberhalb des Medianeinkommens zugute. Ja, wir haben 70% der Bezieher sind über dem Medianeinkommen. Das heißt, im Wesentlichen ist die Eigenheimförderung in der derzeitigen Form eine Förderung der Mittelschicht und der Hocheinkommensbezieher. Weil es auch um Industrieinteressen gegangen ist und die angesprochen worden sind. Ich glaube auch die Industrie kann nicht ganz glücklich sein mit der derzeitigen Fördersituation, weil im Wesentlichen handelt es sich da meines Erachtens auch um einen Mitnahmeeffekt. Das heißt, die Leute, die Wohnbauförderung fürs Eigenheim in Anspruch nehmen würden, in den meisten Fällen sowieso bauen. Ja, das heißt, der zusätzliche Impuls vielleicht für die Bauwirtschaft, der da oft eingefordert wird, ich glaube, der ist sehr begrenzt, ja, weil im Wesentlichen das die Entscheidung, kann ich mir ein Eigenheim zulegen oder nicht, oder kann ich das bauen oder nicht, wird dadurch nicht wesentlich beeinflusst. Das war ja auch in Deutschland ein Grund dafür, warum die Eigenheimzulage abgeschafft worden ist. Die Frage, die man sich dann stellen kann, natürlich, schafft man das einfach ab oder alternativ, ja, wäre es möglich, die Eigenheimförderung auch für einkommensschwächere Gruppen zugänglich zu machen. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Die Frage ist, ob man da das Fördersystem nicht doch merklich umbauen muss. Man müsste vielleicht weg von nach Gießkannenprinzip, jeder bekommt ein bisschen eine Förderung, hin zu eingeschränkter Förderzusicherungszahl, aber wesentlich großzügigere Förderungen. Und die könnten dann tatsächlich auch für niedrige, man wird dadurch den untersten Einkommensdezil auch Einkommen nicht ermöglichen, aber wenn es darum geht, das ein bisschen in niedrigere Einkommensschichten zu bewegen. Und das zweite, der mit Abstand noch größte Posten der Wohnbauförderung in Österreich, das ist, sind die Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen. Wir haben da berechnet, ich meine, das ist eine sehr krude Berechnung, aber im Durchschnitt über Österreich dürfte das rund 70 Euro pro Monat entsprechen, was da als Realtransfer an die Leute, die in Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen leben, zufließt. Ja, das ist doch eine, man kann jetzt sagen, merkliche, je nach Einkommen, doch merkliche Unterstützung. Was sie zeigt, ist doch, dass Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen im Hinblick auf soziale Treffsicherheit sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir sehen, dass bei Gemeindewohnungen die Bezieher stark auf untere Einkommensschichten konzentriert sind. Ja, wir haben da sehr starke Verteilungseffekte zugunsten niedriger Einkommensbezieher. Das heißt, das Gros der Bewohner im Gemeindebau kommt aus unteren Einkommensbezieher. Bei den Genossenschaftswohnungen ist es weit weniger der Fall. Ja. Wir haben da über Österreich eine Gleichverteilung, das heißt, wir haben gleich viele Hocheinkommensbezieher wie niedrige Einkommensbezieher in den Genossenschaftswohnungen in Österreich. Und was wir auch sehen, wenn man sich das regional anschaut, wir haben doch auch große Bundesländerunterschiede. Also die soziale Treffsicherheit schwankt ja auch über die Bundesländer doch mehrfach. So soziale Durchmischung, weil das natürlich das klassische Argument ist und ich habe dafür große Sympathien. Die Frage ist natürlich, wo ist die soziale Durchmischung überzogen und es kommt in Wirklichkeit einer Förderung des Mittel- und Oberstands gleich, was glaube ich nicht, auch nicht Ziel der Genossenschaft und des gemeinnützigen Wohnhauses ist. Ja, also es ist eine schwierige Frage. In Wirklichkeit, wie das kleinräumig auch aussieht, zum Beispiel in Wien, in den Bezirken, das wissen wir von den Daten einfach nicht. Aber ich glaube, die Ergebnisse sind doch einigermaßen deutlich.
Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist eigentlich, die Raumplaner oder Demografen wird es wenig überraschen hierin. Es ist doch eine verblüffende Entwicklung, wenn man sich anschaut, wie sich in Österreich der Gebäudebestand entwickelt hat in den letzten 40 Jahren. Ja. Was ich da dargestellt habe auf dieser Karte, ist die Veränderung der Haushaltsgröße in Österreich, wo wir Rückgänge in der durchschnittlichen Haushaltsgröße quer durchsehen. Ja. Größeres Potenzial gibt es natürlich im ländlichen Raum, wo die Haushaltsgrößen ursprünglich noch viel höher waren, aber auch in urbanen Zentren, auch in Wien, Graz, Linz, sind die Haushaltsgrößen weiter zurückgegangen in den letzten 30, 40 Jahren. Man könnte jetzt daraus schließen, okay, die Haushaltsgröße geht zurück, das heißt, damit einhergehend würde ja vielleicht auch die durchschnittliche Wohnungsgröße stagnieren oder vielleicht auch zurückgehen. Wir erleben in Wirklichkeit das exakte Gegenteil. Ja. Was wir sehen ist, es sind nur der Bestand an Hauptmietwohnungen in Österreich von 1971 bis 2011 und wir sehen doch, dass Klein- und Kleinstwohnungen bis 35 Quadratmeter, aber das geht auch hinauf bis 60 Quadratmeter, gesunken sind oder stagnieren in ihrem Anteil. Ja. Die größten Steigerungsraten gab es von 60 bis 90 Quadratmeter, aber auch von 90 bis 130 Quadratmeter. Wenn man das nur Miete, aber Eigentum, das habe ich jetzt hier nicht dargestellt, aber da sieht es noch wesentlich eklatanter aus. Das stärksten steigende Segment waren dort mit Abstand die Wohnungen über 120 oder 130 Quadratmeter. Das heißt, es ist irgendwie verblüffend, dass die Haushaltsgröße zurückgeht, gleichzeitig die Wohnungsgröße aber markant steigt. Und natürlich, man kann sagen, wir hatten Einkommenssteigerungen in Österreich, das soll sich oder wird sich natürlich auch in einer größeren Wohnfläche, man leistet sich mehr, widerspiegeln. Die Frage ist, und gerade im aktuellen Rahmen auch ein bisschen, entspricht es auch wirklich den Wünschen und dem Bedarf der österreichischen Bevölkerung? Ja? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und ohne das endgültig klären zu können, habe ich da einen Versuch gewagt, die Nachfrage und das Angebot hier gegenüberzustellen. Da gibt es eine Auswertung von einem Immobilienportal, wo die 20 Millionen Suchanfragen ausgewertet haben nach der Wohnungsgröße, also nach der Zimmeranzahl. Und daneben gestellt habe ich den von Statistik Austria ausgegebenen Bestand, Wohnungsbestand nach Zimmergröße. Ja. Und wenn man das sieht, ja, bei den Einzimmerwohnungen waren die Suchanfragen 19% der gesamten 20 Millionen Anfragen. Der Wohnungsbestand von Einzimmerwohnungen, Gastronomie betrifft 7%. Jetzt kann man natürlich sagen, online werden viele Studenten oder jüngere Leute suchen, ist klar. Aber auch bei Zweizimmerwohnungen, ja, wo dieser Effekt leider zutreffen wird, sehen wir doch einen eklatanten Nachfrageüberhang, was kleine Einheiten betrifft. Und umgekehrt bei Vierzimmer Plus sehen wir, die Nachfrage, zumindest in diesen Online-Portalen, ist wesentlich geringer als der Wohnungsbestand, der in Österreich da zur Verfügung steht. Also ich erhebe da keinen Anspruch darauf, dass das wirklich die Nachfrage in Österreich vollends abbildet, aber eine Grundtendenz, dass wir zu wenig kleine und mit kleinen geht auch Leistbarkeit einher, Kleineinheiten haben in Österreich, ist glaube ich schon gegeben. Nicht umsonst gibt es diesen großen Erfolg, zumindest liest man das in den Zeitungen, der Smart-Wohnungen in Wien, wo es einfach auch nicht nur um die durchschnittlichen Quadratmeterpreise geht, sondern es geht darum, wie viel 100 Euro kann ich im Monat wirklich für die Wohnung ausgeben. Gut, dann schließe ich ja auch schon. Also ich glaube, wesentlich ist zu erkennen, dass das Phänomen, das wir im Moment am Wohnungsmarkt haben, aufgrund von einem Nachfrageüberhang ausgeht. Ja, das ist auch nicht das erste Mal in Österreich. Wir hatten eine ähnliche Situation, ich habe es mir angesehen, mit der Bevölkerungsentwicklung Anfang der 90er Jahre. Auch Anfang der 2000er Jahre gab es merkliche Anstiege in der Bevölkerung, die dann auch in den Wohnkosten mehr oder weniger sichtbar waren. Ich glaube auch, dass
einige der Instrumente, die wir haben, allein das Problem nicht lösen können. Das heißt, sowohl die Subventionierung der Mieten über die Mietbeihilfe als auch die Regulierung der Mieten über Mietpreisbremsen oder das Mietrechtsgesetz werden, eben nachdem wir zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage haben, werden das Problem so nicht lösen. Ja? Das sind zum Teil sinnvolle Instrumente, die aber eher einen komplementären Charakter haben, glaube ich. Die Lösung, glaube ich, liegt auf der Angebotsseite, das heißt, es geht um die Mobilisierung von bestehendem Wohnraum. In Wirklichkeit wagen wir da einen Blindflug, wir wissen ja aus den Statistiken, auch zum Teil politisch gewollt nicht, wie viel Wohnraum steht überhaupt zur Verfügung, wie groß sind die Leerstände. Und das Zweite, es geht natürlich auch um Schaffung von neuem Wohnraum. Und da, glaube ich, ist die Reform des derzeitigen Wohnbauförderungssystems eine der Maßnahmen, nachdem dieses Instrument schon entwickelt ist, möglich und auch notwendig sind, wenn es darum geht, die Leistbarkeit des Wohnens zu erhöhen. Danke.